Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Herzlich willkommen zu Das Glückskind. Wie auf Facebook und Instagram bereits versprochen, hier mein Rezept zum Apfelwalnusskuchen ohne Zucker. Der Herbst steht so langsam vor der Tür und Johann konnte bereits die ersten reifen Äpfel in unserem Garten ernten. Folgende Zutaten benötigt ihr für den Kuchen: 150 Gramm Vollkornmehl. Dieses Mal habe ich von Alnatura das Dinkelvollkornmehl genommen, aber ihr könnt natürlich auch ganz normales Weizenmehl nehmen. Außerdem 100 Gramm gemahlene Mandeln, einen Teelöffel Backpulver und 130 Gramm Butter. 100 Gramm für den Kuchen, 30 Gramm für die Walnüsse. 2 Eier von glücklichen Hühnern und ca. 140 Gramm Honig. Bezüglich der Apfelsorte empfehle ich einen fruchtig-säuerlichen Apfel, zum Beispiel einen Boskop. Außerdem braucht ihr ca. 200 Gramm Walnüsse, einen Teelöffel Zimt und ca. 2 Esslöffel Milch. Nun nehme ich 100 Gramm Butter, gebe sie in eine Schüssel und bringe sie in der Mikrowelle zum Schmelzen. Außerdem entnehme ich noch 30 Gramm Butter, um die Walnüsse später in der Pfanne zu braten und zu karamellisieren. Heißt es, alle Zutaten kräftig zu verrühren, bis der Teig dann in eine geeignete Form gegeben werden kann. Ich persönlich lege gerne Backpapier unter, damit der Kuchen am Boden nicht festhängt. Die Ränder schneide ich einfach ab. Die Äpfel schäle ich und schneide sie in kleine Scheibchen, in etwa in Sechzehntel. Kommen wir zum Karamellisieren der Walnüsse. Dazu gebe ich die 30 Gramm Butter in die Pfanne, gebe 3 Esslöffel Honig hinzu ca. 3 Esslöffel Milch, vermenge das Ganze und gebe die Walnüsse hinzu. Wichtig dabei ist, dass ihr es gut vermischt. Und dann gebe ich noch etwas Zimt hinzu. Die karamellisierten Walnüsse gebe ich nun auf den Kuchen. Kuchen wird im Umluftbackofen auf mittlerer Schiene für 45 Minuten gebacken. Die
45 Minuten Wartezeit sollte man definitiv mit etwas Schönem verbringen. Und danach, wenn der Kuchen fertig ist, wird es noch viel schöner. Ja, ihr Lieben, das war mein Apfel-Walnuss-Kuchen ohne Zucker. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wenn ja, freue ich mich riesig über euren Daumen nach oben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal euer Lieblingsrezept in die Kommentare schreiben, dann haben wir vielleicht bald eine ganze Sammlung an leckeren Kuchenrezepten. Und wenn ihr keins unserer Videos verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, senden euch liebe Grüße aus dem Garten und bis bald. Tschüss! Wenn der Wind sich plötzlich dreht und die Welt mit mir untergeht, muss ich raus aus dem Regen gehen, lass meine Träume nie verwehen, irgendwo ist immer Sonne zu sehen. Das hat sie immer gesagt und du musst an dich glauben. Deine Träume rauben.